Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Nachdem das beim letzten Mal mit der einen Burg nicht so gut geklappt hat, will ich mich doch jetzt so langsam mal den Sturmhügel hochkämpfen. Das ist wahrscheinlich auch die Richtung, die das Spiel eigentlich will, dass ich gehe. Ich vermute mal, ich soll nach da oben, damit ich darüber komme, weil durch die Wand geht natürlich nicht. Es ist zwar ein Spektralross, aber es kann leider nicht durch Wände durch. Wow. Lasst mich doch... Oh. Natürlich. Ja, aber ich merke schon, das ist hier vom Schaden deutlich machbarer. Deutlich machbarer. Okay. Da ist eine Burg. Ich muss in die richtige Richtung gehen. Folgen wir doch jetzt einfach mal dem Weg. Und lass mich nicht immer von allem Möglichen ablenken. Das da auf jeden Fall mitnehmen. Hä? Kriegsasche. Wilde Schläge. Da bombardiert mich direkt wieder was. Von wo wird geschossen? Von wo wird geschossen? Na los, komm her. Da hinten. Also danke, dass du meine Gegner für mich tötest. Okay, das ist wirklich... Wow! Moment. Moment, Moment. Mache ich als erstes mal euch hier fertig. Okay, da hat wieder irgendjemand einen Alarm gezündet. Mann, oh Mann. Also wenn ihr Verstärkung habt, dann hole ich mir auch Verstärkung. Okay, zuerst dich. Dann dich. Dann dich. Und dann dich. Oh, und dann natürlich noch dich. So, hat einer von denen jetzt irgendetwas fallen lassen? Sieht nicht so aus. Na gut, dann den Weg weiter folgen. Natürlich doch. Natürlich doch. Los, komm. Heilen, heilen, heilen. Oh! Warum ist mein Schild so abartig nutzlos? Letzter Ort der Gnade.
oder? Da oben war ja kein Marikas Pfahl. Das muss irgendwo ganz anders gewesen sein, von daher. Feiglinge! Versteckt euch hinter eurer beschissenen Belagerungstechnik! Irgendjemand hat jetzt hier irgendwas geworfen. Boah. Natürlich, du blöder Sack. Fußsoldatenkappe. Tschüss. Okay, schauen wir doch mal, vielleicht habe ich ausrüstungstechnisch mittlerweile was Besseres. Ich bin noch schnell genug, das passt. Habe ich da oben irgendwo einen Marikas Pfad übersehen? Ach. Okay, ich mache zuerst mal diese Soldaten hier unten fertig. Da sehe ich einen. Ja. Meint natürlich direkt wieder jemand, er muss Alarm schlagen. Okay, einer weniger. Und natürlich hat jetzt wieder irgendwo jemand mit seiner beschissenen Armbrust geschossen. Könntet ihr mal damit aufhören? Boah, sag mal, wie viel Pose hast du eigentlich? So häufig, wie ich jetzt auf dich draufgehaut habe, hätte das doch eigentlich mal deine Posture vernichten müssen. Ja, da hinten. Da verstecken sie sich ganz feige wieder, ne? Zack, 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 zack. So, dich weg. So, jetzt dich weg. Na los. Komm, mach irgendwas. Mach irgendwas. So. Gut. Jetzt bin ich die zumindest mal los. Und dieses Mal versuchen wir das Ganze ein bisschen geschickter. Und schleichen uns von der Seite an. Haben wir die Hauptgefahr mal weg. Oh. Daneben. Und tschüss. Ah. Sehr schön. Darauf hätte ich auch beim ersten Mal kommen können. Aber nein, ich will natürlich erstmal komplett in die Reichweite von dieser beschissenen Belagerungswaffe stehen und mich abfeuern lassen. Ugh. Ich hab's geschafft. Oh je, na, so viel wie hier an Blutlachen liegt, kommt doch hier bestimmt irgendetwas, oder? Ein Ort der Gnade! Okay, sehr schön.
Ich habe nur leider nicht genug, um hochzuleveln. Von daher machen wir direkt weiter. Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Okay, das sieht sehr stark Cutscene. Foul tarnished. Ja. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Wow. Du kannst gut springen. Someone must extinguish thy flame. Warum denn? Be Margit the Fell. Okay. Du machst ein Zauberschwert. Margit, das grausame Mal. Wow. Okay, er greift noch... Hat der einen Schwanz? Ja, der hat eindeutig einen Schwanz. Kann ich dir den abschneiden? Das erinnert mich gerade an Dark Souls. Kann ich dir den abschneiden? Ich werde es mal versuchen. Verdammt. Oh. Ist ein bisschen zu schnell dafür. Na los, komm her. Wow, zu früh gedodged. Zu früh. Gott, du delayst aber mal deine Angriffe. Ist ja furchtbar. Gott. Hör doch jetzt mal auf mit deinen Messerchen da. Und eine Reichweite hat der. Zweiten Teil des Angriffs habe ich vergessen. Oh. Natürlich reicht das nicht ganz. Komm da aus der Ecke raus. Ich will nicht in der Ecke gegen dich kämpfen müssen. Oh mein Gott. Der delayt ja mal alles, was er macht, um 3 Jahre, bevor irgendwas kommt. Eben. Ich mache dir aber auch ziemlich wenig Schaden, muss ich zugeben. Wow.
Wow! Ich hab gedacht, du haust von oben. Wow, das war knapp. Eieieiei. Ich mach einfach enorm wenig Schaden momentan noch. Ich will aber, um ehrlich zu sein, nicht jetzt eine Waffe hochrüsten, die ich nachher nicht mehr verwende. Kann ich, glaube ich, sowieso nur an so einem Schmiedestein machen, von daher... Okay, nochmal. Hallo, Margit. Ah, das ist ein Doppelangriff. Dran denken, bitte. Was zum Fick soll denn das? Ich... Also entweder blocke ich oder ich rolle, aber irgendwie wird meistens das, was ich mache, nicht erkannt. Na los, komm, Margit, mach was. So. Oh mein Gott, das zerstört komplett meine Rüstung mit dem Schild. Okay, mach irgendetwas. Ich will auch Lichtschwerter beschwören können. Warum kannst nur du das und ich nicht? Ich meine, okay, ich kann zum Ausgleich dafür eine Qualle beschwören. Ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich mal. Los, komm, hilf mir, meine liebe Qualle. Komm schon, komm schon. Okay, heilen musst du mich halt als lassen, sonst ist das unfair. So, zack. Ja, Bäume mal weg, die sind nur im Weg. Wow, das ist eine lange Combo. Ich bin doch gerollt. Ich habe eindeutig aufs Rollen gedrückt. Warum machst du das da nicht? Oh. Was zum Henker soll denn das? So, lass mich jetzt bitte mal heilen. Ach. Lass mich aufstehen. Los, komm mal mehr hier rein. Und warum kann ich die Qualle jetzt nicht nochmal beschwören? Kann ich die nur einmal beschwören? Okay, okay. So, aufpassen.
Also. Komm. Oh, oh Mann, deine Kombos sind schon ziemlich krass, das muss ich zugeben. Mein Schaden ist einfach viel zu gering. Okay, nee, so wird das nicht. Wenn mein Schaden so niedrig ist, dann wird das nicht. Ich setze mal die Qualle durch die Wölfe. Und was die Waffe angeht, das kann man weg. Ich versuch's mal wieder mit der Streitaxt. Ich werde ihn ja so häufig eh nicht treffen, dann kann ich ja wenigstens dafür sorgen, dass die paar Treffer, die ich mache, ordentlich Schaden machen. Und die Wölfe beschwöre ich allerdings nicht gleich am Anfang. So. So. Hier bitte sammeln. Okay. Na los, mach was. Erste Heilung. Roll bitte. Nochmal Heilung. Okay. Los, komm. Komm her, komm her, komm her. Ah! Den zweiten Teil vergessen. Roll doch! Na los, komm her. Komm her, Margit. Oh, fick dich! Roll doch mal! Ist ja lachhaft! So. Oh mein Gott, hör doch mal auf mit deinen ellenlangen Kombos. Viel zu viel Reichweite dafür, was du mit deinen Kombos alles machen kannst. Das ist furchtbar. Ja, ich glaube, das kann ich für den ersten Moment vergessen. Eieiei, ich muss mich wirklich so ein bisschen daran gewöhnen, dass ich nicht einfach mich hinter meinem Schild die ganze Zeit verkriechen kann.
hinein. Ich bin gerollt. Was soll denn... Weißt du, ich müsste mich halt auch darauf verlassen können, dass du rollst, wenn ich sage rollen. Oh, komm schon. Hallo! Bleib nicht an jedem Stück Scheiße hängen. Das ist ein Doppelangriff. So. Irgendwie ist meine Rolle immer, wirklich fast immer, eine Sekunde komplett verzögert. Wenn ich mich nicht auf die Rolle verlassen kann, dann ist es bescheuert. Oh, fick dich, du hässlicher Hurensohn. Oh, fick dich, Margit. Du bist hässlich und siehst scheiße aus. Ja, das bedeutet zwar beides das gleiche, aber es ist mir jetzt egal. So. Fick dich. Ich hasse dich. Weißt du das? Natürlich, jetzt habe ich meine Runen verloren. Oh. Fick dich, Margit. Du hättest mich wenigstens meine Runen wieder einsammeln lassen können. Blödes Aas. Jetzt habe ich wenigstens nicht das Problem, dass ich wieder versuchen muss, meine Runen einzusammeln. Oh, komm. Ach, komm. Roll doch direkt gleich, wenn ich sage rollen. Oh mein Gott. Lass mich als wenigstens aufstehen, du blöder Sack. Der bekämpft mich hier mit einem beschissenen Gesch. Roll doch! Bärtgier, roll bitte. Wenn ich mich nicht auf deine Rollen verlassen kann, dann macht das keinen Sinn. Ich bin gerollt. Ich bin sowas von gerollt. Was soll denn das? Warum zum Fick? Funktioniert diese blöde Taste immer dann, wenn es wichtig ist, nicht? Das macht so keinen Sinn. Es macht so absolut keinen Sinn, wenn ich mich nicht auf meine Rolle verlassen kann. Schon wieder. Schon wieder. Du meinst einfach immer, du musst mit einer Verzögerung rollen. Und das ist das, was mich die ganze Zeit tötet. Ja, genau. Fick dich, Margit. Fick dich. Du bist hässlich. Du stinkst wahrscheinlich auch. Bitte das an Schwert auswählen. Ich merke schon, das wird so nichts. Oh. Hast du was zu sagen? I've been testing you to see whether or not Grace truly does guide you. And whether you are fit to face the challenge that entails. Ja, scheinbar nicht. My worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. Okay. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided
by grace. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Okay, was wird das denn jetzt? In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der geführenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden und über die Karte. Okay. Ist das hier so eine Art riesiger Ort der Gnade? Oder was ist das hier genau? Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Roundtable Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Yeah. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Glaube ich nicht. What do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Würde ich ja gern, aber leider habe ich absolut nicht genug Seelen. Runen. Heilung, Gegengift, Energiefestigung, Flammenfestigung, Zuweisung. Jetzt kannst du eine Flamme schießen, schleudere deinen Trosten. May the Golden Order shine through you. Okay. Ich kann hier nicht mal angreifen. Okay, das ist gut zu wissen. Was bist du? Was bist du? Rand, Herr? Was wollt ihr? Ich habe eine neue... Ah, mit dir kann ich nichts machen. Okay. Was bist du für einer? Die Zwillingsjungferhüllen. Keine Klangperle zu anbieten. Dolch, Langschwert, Rapier, Krummsäbel, Dreiecksschild. Gestalt als Wirt der Finger an. Gestalt als Gast an. Ritterrüstung. Okay. Fingerinsignie. Ein heiliges von der Fingerjungfer verliehenes Siegel, das als Katalysator für heilige Anrufungen dient. Anrufungen müssen an Ritter der Gnade gelernt werden und erfordern ein ausgerüstetes heiliges Siegel. Ah, okay. Schwertschlüssel. So, Gestaltung kann das Gegenstand sein. Zerbricht das Siegel von Wichtstatuen. Okay. Also ich weiß ja nicht, was ihr genau gewesen seid, als ihr noch gelebt habt, aber... Ich bin dankbar für das Angebot. Was bist du für einer? Ah, hello. You must be new here. Ja. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Okay.
eine Dame namens Lania. Ich meine, gesehen habe ich die jetzt noch nicht. Aber okay. Da hat jemand angegriffen. Ich dachte, man kann hier nicht angreifen. Okay. Also cool aussehen tut das hier ja schon. Ah, da hat nicht jemand angegriffen, da ist jemand am Schmieden. Okay, okay, hab's verstanden. Und wer bist du? Greetings, great champion called by grace. I am Fear. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah. Na gut. Thanks, great champion. Ich bin bis jetzt kein wirklich großer Champion. You are very warm. Okay. Segen des Firmaments, okay. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Oh. Also danke dafür, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, was das gebracht hat. Okay. Lass mich bitte mal aufstehen. Da. Da. Verbraucht FP, erhöht kurz das Gleichgewicht. Sieg des Firmaments. Dies ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Verbraucht FG und vorübergehend das Gleichgewicht zerrungen. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Auf dem Sterbebett? Erstens, du bist kurz vor dem Spiegelständer benutzen. Ah. Das passt so. Okay, hier kann man seinen Charakter nochmal überarbeiten, wenn man das wollen würde. Was ich jetzt aber eigentlich nicht unbedingt will. Du bist ein Schmied. Ja. So sein. Lay out your arms. Let's get smithing. Was bist du für einer? Spielemeister Heck. Kriegsasche duplizieren? Verlorene Kriegsasche. Ah, das heißt, ich könnte das mehrfach machen. Okay, okay. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Okay. Sind you gefangen? No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Okay. Stunzieren. Verkaufen ist jetzt nicht wirklich so interessant. Da hab ich noch nichts. Okay. Ich lass dich am besten einfach mal ein bisschen weiter rumhämmern. Gibt es hier irgendwas?
Nachricht lesen. Sie dürfen nicht, oh, dürfen nicht, kurz gesagt, sie dürfen nicht, oh, dürfen sie nicht. Hä? Wie kommt man da hinten hin? Ah, so, okay. Ist hier irgendwas? Eine Leiter, die man nicht benutzen kann. Ja. Natürlich, da hat mich jetzt irgendjemand verarscht. Was ist das hier? Ist hier eine Nebelwand? Da darf ich wohl nicht rein. Na gut. Dann belasse ich's eben. Ist hier noch irgendwas? Ja, ganz toll. Tür. Das sind so die nutzlosesten Nachrichten, die man sich nur vorstellen kann. Das sind immer coole Waffen, die hier drin hängen. Gut, aber habe ich auch irgendwie die Möglichkeit, hier wieder an der Tafel der Gnade rasten. Na gut. Habe ich so das Gefühl, würde es sich anbieten, wenn ich hier mich einfach noch ein bisschen umsehe. Und das einfach mal ein bisschen erkunde, bevor ich mich nochmal an den Arsch Margit ranwage. Zumindest mal eine Waffe haben, mit der ich einigermaßen zufrieden bin. Weißt du was? Dich da hinten hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch. An irgendwas muss ich jetzt meine Wut über die Niederlagen gegen Margit auslassen. Und du kommst da genau recht. Na los, komm her. Neben. Jetzt bist du dran. Hehe. Das hier ist der Erdenbaum. Da hinten ist nochmal einer. Vielleicht sollte ich mal nach da hinten zu dem zweiten. Ja, das ist wahrscheinlich nicht genau der gleiche Erdenbaum, aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Baum, zu dem ich auch mal noch hingehen könnte. Setze ich mir das doch einfach mal als Ziel. Beim nächsten Mal will ich in diese Richtung gehen. Von diesem Baum da hinten. Oder der da. Der da sieht näher aus. Nehmen wir den da. Gut, aber für heute habe ich schon mal genug gespielt. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann gehe ich einfach diese Gegend hier im Generellen mal ein bisschen mehr erkunden, bevor ich mich nach da oben wage. Bis dahin, tschüss! Hey!